Es gibt einen Ort, der heute noch an das Eiszeitalter erinnert. Das grönländische Inlandeis. Ein modernes Überbleibsel der Eiszeit. Die durchschnittliche Dicke dieses Eisschilds beträgt mehr als 1,5 Kilometer. Er ist 2400 Kilometer lang. Der Schild bedeckt eine Fläche von fast 2 Millionen Quadratkilometern und ist damit dreimal so groß wie der US-Bundesstaat Texas. Niemand kennt dieses Eis besser als der Gletscherforscher Dr. Alan Hubbard. Das ist hier wie ein Versuch im Labor. Die gleichen Prozesse spielen sich hier ab wie während des Höhepunktes der letzten Eiszeit. Die Landschaft wirkt absolut überwältigend. Und sie fließt wie Sirup. Wie Finger aus Eis, die vom Eisschild wegzeigen, fließen die Gletscher in Richtung Meer. Diese Eisströme können sich mehr als 35 Meter pro Tag fortbewegen. Und wenn sie das offene Meer erreichen, entstehen Eisberge. Doch das ist nichts im Vergleich zur Eiszeit. Mit seiner Ausdehnung produzierte der arktische Eisschild auch massenweise Eisberge. Viele von ihnen hatten den Umfang großer Inseln. Sie schwammen durch den Atlantik Richtung Süden und einige erreichten sogar die Küste Europas. Wenn ein großer Eisberg schmilzt, gibt er Millionen Tonnen kaltes Wasser ins Meer ab. Wenn Tausende solcher Eisberge schmelzen, dann können sie sogar Meeresströmungen durcheinanderbringen und dadurch das Klima verändern.